Moin YouTube! Und zwar ist dieses Video nicht für YouTube, sondern für euch, für all die Leute, die unseren Kanal auf YouTube schauen. Warum mache ich ein Video für euch, die unseren Kanal auf YouTube schauen? Gut, wir machen ständig Videos für euch mit irgendwelchen Tests oder wie auch immer. Aber das ist jetzt ein Video wirklich nur für euch, weil wir haben nämlich Post von YouTube bekommen. Und zwar, ich halte das jetzt mal hier so hoch. Ich zeige es mal in die Kamera. Ich kann es aber auch jetzt nochmal schön über das Top-Shot-Rig zeigen. Da drin wird unsere Plakette sein, weil wenn man auf YouTube 100.000 Abonnenten hat, dann kriegt man den silbernen YouTube-Play-Button schön in einem Rahmen und der wird hier drin sein. Und den packen wir natürlich nicht aus, ohne dass ihr dabei seid, weil ohne die ganzen Zuschauer hätten wir das natürlich gar nicht gekriegt. Aber bevor ich jetzt hier voll abschleime, möchte ich erstmal so erzählen, wie ging das Ganze eigentlich los? Weil wir haben mal, also eigentlich haben wir angefangen, Videos zu machen. Da war ich noch gar nicht dabei, da war der Christian, der Chef von uns, der hat vor 12 Jahren als Solokämpfer ganz am Anfang mal angefangen, aber war auch nur ganz kurz. Und damals, als das losging, da haben wir noch mit so, das war die erste Kamera, die wir hatten, also die Christian damals hatte. Aber hey, ne, das war schon mit HD, schon damals mit HD vor 12 Jahren. So, aber so YouTube-mäßig ging das eigentlich so richtig so vor 6 Jahren bei uns los. Da haben wir die Videos, beziehungsweise Christian damals hat die Videos, die wir alle auf Computerbild hatten, hat er alle rübergeschaufelt auf YouTube. Erstmal so, dass man wenigstens dabei ist. Und so richtig Gas gegeben, wenn man das so sagen kann, Gas geben, weil hauptsächlich betreiben wir natürlich Computerbild.de und die Seite und machen Videos dafür. Und YouTube machen wir halt zusätzlich ein bisschen. Und da haben wir uns aber ein bisschen mehr drauf fokussiert. Ich will mal so sagen, vor 3, 4 Jahren ging das ein bisschen mehr. Und man hat auch relativ zügig gesehen, dass es richtig gut abging. Eins, das werde ich nie vergessen, wir haben mal, früher haben wir mal Games Weekly gemacht, sonst von Format hier. Und ich weiß noch, als das losging, ich dachte, oh mein Gott, auf YouTube, die werden uns in der Luft zerfetzen in den Kommentaren. Und ich war so begeistert. Kein Scheiß, ich war so begeistert, weil die Leute waren total nett am Anfang. Ich meine, ist klar, wenn man ein Video hat, was 200.000, 300.000 Aufrufe hat, natürlich hat man da immer irgendwelche Trolle dabei, die ein bisschen schimpfen. Aber eigentlich haben wir Schweineglück gehabt mit unserer Community. Also die Leute, die unseren Kanal abonniert haben, sind einfach, ihr seid einfach geile Typen. Und deswegen haben wir uns gedacht, packen wir das jetzt mal mit euch zusammen aus. Hier ist die Schere, ja. Ich hoffe, ich mache das Ding jetzt nicht kaputt. Also, wie gesagt, es ist, vorne sieht man jetzt nicht viel. Man sieht hier, ne, den Namen vom Christian, von unserem Chef, der das geschickt bekommen hat. Denn dieser komische grüne Aufkleber, von dem ich keine Ahnung habe, was ODC, das wird irgendwas amerikanisches, zollmäßiges sein, nehme ich mal an. Aber bevor ich jetzt hier weiter rumlabere, ich will es jetzt auch nicht kaputt machen. Ich muss gestehen, ich habe so ein bisschen Angst, dass ich das jetzt hier... Ah, nee, hier, pass auf, hier, der alte Mann kriegt es irgendwie... Ich glaube, das sieht gut aus. Ich schneide das jetzt einfach mal so hier in der Seite so rein. Aha! Das ist nämlich nur so an den Ecken und ich will das jetzt natürlich nicht kaputt machen. Also. Natürlich werden wir das gleich auch noch aufhängen, weil, ne? Ja. Ihr regt euch jetzt bestimmt auf, warum schneidet der nicht richtig rein? Weil ich habe so, natürlich habe ich mir schon vorher Unbox-Videos angeguckt, weil ich wollte ja wissen, sehen, wie das Ding aussieht. Und da ist wohl, soweit ich weiß, ein Rahmen mit dabei. Ein bisschen wie Weihnachten. Das Geschenkpapier behalten wir aber noch, das können wir nächstes Jahr noch benutzen. Oh, sieht gut aus, sieht gut aus. Tada! So, das werfe ich mal hier auf den Boden. Ist hier noch was drin? Oh, oh, natürlich ist noch ein Zertifikat dabei. Und sonst ist hier jetzt auch nichts mehr drin. Also hier haben wir erstmal so, ne? Das ist auch schönes, schönes, hartes Papier, ja. Und dann steht hier auf Englisch, you have just done something that very... Du hast jetzt, wir haben etwas geschafft, was nur ganz wenige schaffen, und zwar, wir haben die unglaublich 100.000 people subscribed to the channel, bla bla bla, was wir geschafft haben. Ja, ich halte das mal so, noch mal so in die Kamera. Ich will es euch jetzt nicht ganz vorlesen, weil eigentlich geht es ja noch mal, geht es ja hier oben, was wir jetzt gleich aufhängen wollen. So, jetzt nehmen wir das mal hier raus. Das ist, damit es trocken bleibt, das kenne ich auch vom Beef Jerky. Das ist in meinem Beef Jerky drin, damit es nicht zu schmatzig wird. So, wie komme ich denn jetzt auf Beef Jerky? Oh, das ist auch richtig schwer. Ich glaube, das ist richtig aus Metall, das Ding. Ist es, ist es. Erstmal muss ich gucken. Oh Gott, ist das schön. Ey, schaut es euch an, oder? Ist das nicht wunderbar?
So, der nächste, also das ist jetzt der silberne. Der goldene, da haben wir heute auch schon mal gefragt, wie viel waren das, Christian, bei Gold? Wie viel? Eine Million Abonnenten. Deswegen, ne, jetzt haben wir 100.000, ich habe heute Morgen geguckt, 108.000 hatten wir. Ist ja eigentlich nicht mehr weiterhin. Also ich muss es nochmal, hier steht, ne, presented to Computer Build TV for passing 100.000 Subscriber YouTube. Ist das nicht wunderschön? So, und das Ding, ich stelle es jetzt nochmal so hier hin, werden wir jetzt, das werde ich jetzt nehmen und werde es da drüben aufhängen. Da ist noch der Super Vario an der Wand und den werden wir jetzt ersetzen mit der schönen YouTube-Plakette.